es lieber nicht bei der dritten Nummer nicht sofort voll. Wenn Publikum Kontakt habe, brauche ich in die Stadt mehr kommen. Und seit 30 Jahren hat es das nicht gegeben. Wo wir waren, können wir gerne wiederkommen. Und das spricht für die Engeländer. Pass auf, alles, was gesagt wird, wurde tausendmal schon gesagt. Auch wenn vielleicht schon alles gesagt sein sollte, wollen wir uns doch in der nächsten knappen Stunde mit dem erfolgreichsten, weil besten Blasorchester der Welt etwas näher befassen, mit Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten. Übrigens dem einzigen deutschen Orchester, das je in der Carnegie Hall in New York aufgetreten ist, das seine Blasmusik selbst im Opernhaus von Chicago präsentierte und keineswegs ein Gemetzel auf der 10. Avenue auslöste, auch wenn dieses Stück des Film- und Broadway-Spezialisten Richard Rodgers so heißt. Für Ernst Mosch ist der Abend auf der Bühne der New Yorker Carnegie Hall das größte Erlebnis in seiner über 30-jährigen Karriere als Kapellmeister. Die Laufbahn des Musikanten Mosch begann natürlich viel früher, in seiner Kinder- und Jugendzeit daheim im Egerland. Am 7. November 1925 wurde er in Zwordau, nahe Falkenau, mitten in einer Landschaft geboren, in der Musik zum Alltag gehört. Ja, wo die Talente so reichlich gesät sind, dass es fast schon kein Zufall mehr ist. Mit 8 Jahren begann Ernst Mosch mit dem Geigenspielen. 2 Jahre später versuchte er sich an Trompete und Flügelhorn. Und wenig später gehörte er zu einer der Kinderkapellen im Ort. Was nichts Besonderes war, denn warum sollte nicht auch der Sohn des Milchmannes musizieren, wenn es die Knirpse des Bäckers, des Schusters und all der anderen Familien in Zwordau auch taten? Ungewöhnlich war es allerdings schon, dass der Moschbub nichts anderes als die Blasmusik im Kopf hatte. Schließlich hatten die Eltern ein Einsehen und schickten ihn auf die städtische Musikschule im vogtländischen Oelsnitz. Dort wurde aus dem Flirt mit der Posaune ein ernsthaftes Verhältnis. Heimliches Abhören von alliierten Sendungen brachte Ernst Mosch dann auf den Geschmack am Jazz. Doch bevor er sich weitere Gedanken über seine Musikantenlaufbahn machen konnte, erhielt er Post vom Militär. Dem Dienst im Musikchor folgten der Laufgraben vor Breslau, Schussverletzung,
Rettungsflug nach Dresden, Lazarettaufenthalt in Falkenau und schließlich, in den Wirren der letzten Kriegswochen, Flucht nach Bayern. Mit Posaune. Denn mit der konnte Ernst Mosch, der im Oktober 45 seine Lydia geheiratet hatte, das Allernotwendigste verdienen. In den Army-Clubs, der Besatzer und auf der Reeperbahn nicht nur bis nachts um 12:30. Auf der Reeperbahn habe ich gewohnt, in der Nähe von der Reeperbahn. Gespielt habe ich auf der Reeperbahn im Alcazar, das damalige Alcazar, das war so ein Varieté. Mhm. Varieté und so mit. Also Riesenorchester, das war damals Charlie Zech. Hamburger Tanzorchester hat sich das genannt, hat Funkaufnahmen gemacht, damals wurde noch live gespielt. Und ich habe dort, hat mich also interessiert, hat mich fasziniert. Big Band war für mich das erste Mal. Ich habe sonst nur in Kompos gespielt zu dieser Zeit. Und das war also ein Riesenorchester mit, glaube ich, über 30 Mann, mit Streichern und so weiter. Wurde auch Unterhaltungsmusik gemacht. Hat mir also sehr gut gefallen. Und im Café Vaterland war ich noch auch zu dieser Zeit. Und da war also Smoking gefragt. Und zu dieser Zeit war es überhaupt schwierig, an ein schwarzes Jackett zu denken oder eine schwarze Hose. Mit der Dienstkleidung gab es dann keine Probleme mehr, nachdem Ernst Mosch als Posaunist zu Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester gegangen war. Dass er ein paar Jahre später auf den beamtisch sicheren Stuhl im Stuttgarter Sender verzichtete, hatte seinen Ursprung in Moschs Idee eines musikalischen Hobbys. Thank you.
54 kam ich zu Lehn. 56 habe ich mit den Egeländern angefangen als Hobby. Ich bin also hergegangen und habe gefragt, ob ich einmal 5 Titel aufnehmen darf. Ich war damals sehr gut angeschrieben, als Musiker, als Herzer. Bin zum Unterhaltungschef, zu Herrn Röhrig, habe gesagt, pass auf, so, so, so. Er sagt, Junge, was soll das? Es gibt 6.000 Blaskapellen. Ja, sag ich, gut, ist in Ordnung. Aber ich möchte mal was anderes machen. Und anders waren die Klänge schon, die da probeweise aufgenommen wurden. Und dann kam nach dieser ersten Sendung, das war der 21. April 1956, über 30.000 Hörerzuschriften. Wer ist das? Wo gibt's das? Und das gefällt mir und so weiter. Und so ging das also langsam seinen Weg. Im gleichen Jahr 1956 unterschrieb Ernst Mosch auch seinen ersten Schallplattenvertrag. Übrigens bei jeder Firma, die noch immer auch seine neuen Aufnahmen vertreibt, was nicht nur bei den volkstümlichen, sondern bei allen erfolgreichen Musikanten der Erde die Ausnahme von der Vertragsregel ist. Die rauschenden Birken gaben auch der ersten Langspielplatte der Original-Egerländer Musikanten, die Mosch aus Kollegen vom Sender rekrutierte, den Namen. 1960 erhielt der Posaunist, der zum Kapellmeister geworden war, die erste von vielen goldenen Schallplatten. Und die Gesamtverkäufe allein der ersten Platte kletterten inzwischen über die 10-Millionen-Marke. Heimatliebe nach Noten? Sicher steckt auch die hinter dem großen Erfolg des Orchesters. Thank you.
Dass man orchestrale Höchstleistungen zuweilen mit Zuckerbrot und Peitsche abfordern muss, weiß jeder, der mit Orchestern zu tun hat. Dass man seinen Musikern aber wenigstens das Zahnfleisch lassen muss, auf dem sie nach einem Tag im Studio nach Hause kriechen können, ist für gute Chefs wie Ernst Mosch selbstverständlich. Für jeden Menschen gibt es eine Grenze. Und wenn ich merke, dass er das nicht mehr packt, dann gehe ich her, brech ab und sage, pass auf, die Stelle, das und das, können wir auf die Schnelle umschreiben, ist dieselbe Wirkung da, wird für eine andere Gruppe geschrieben, warum soll ich den Mann kaputt machen, wofür? Erstmal wird es niemals überzeugend klingen, weil er sich also mit dem letzten Mumm, den er noch hat, versucht, das zu bringen, dann wird das eventuell gequält und das merkt man auf der Platte. Ich halte da nichts von. Es muss locker sein, frei gespielt, ohne Angst. Schlimmste für einen Musiker ist Angst. Und ich glaube, in meinem Orchester, wir haben schon Konzerte gespielt in der Philharmonie in Berlin oder in der Musikhalle in Hamburg, in den größten Hallen, den besten Hallen, wo man eine Stecknadel fallen hört. Absolut, da gibt es keine Angst. Diese Polka schrieb ein gewisser Herr Belohubek, dessen Namen nur jene überraschen kann, die Mosch-Neulinge sind. Denn Komponisten wie Vejvoda, Fučík, Navratil und Hotovy sind in der Notenmappe der Original-Egerländer Musikanten vielfach vertreten. Aus gutem Grund. Nicht wahr, Herr Mosch? Der Ungar fühlt seine ungarische Musik, der Wiener die Wiener Musik, der Ami die Amerikaner die Tschechmusik. Ich fühle die böhmische Musik. Das Glück zu haben aber, dass die Leute, das Publikum, meine Musik mögen, das ist der Hauptgrund. Also Sie können die schönste Musik machen, wenn man sie nicht mag, haben Sie keine Chance. Was der Meister verschweigt, ist die Tatsache, dass auch die schönste Komposition schlichtweg zerspielt werden kann. Nehmen wir nun mal die gute alte Rosamunde. Wenn die bei so manchem Dorffest mit humpter Täterei über die Köpfe der Bierseligen gepustet wird, dann klingt das wie die Hymne für eine Schlampe. Dass daraus auch in unseren Tagen immer noch ein musikalisch attraktives Mädchen werden kann, beweisen Ernst Mosch und seine Mannen Takt für Takt. Thank you.
Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir treu. Denn zur Stunde, Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Rosamunde daraus. Finden Sie nicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer? In diesem Punkte ist sich die Fangemeinde Ernst Mosch sicher einig. Doch wie sieht es eigentlich von der Bühne in Richtung Saal aus? Haben die Original-Egerländer Musikanten eigentlich das Publikum, das sich ihr Chef wünscht? In jedem Fall. Immer. Was mich ja besonders freut, dass so viel Jugend kommt jetzt zu uns, gell? Das war also, kann man sagen, in den ersten Jahren noch nicht so. Aber jetzt, da kommen Leute auf mich zu mit Shorts an und Egerländer Musikantenclub. Seid ihr Musiker? Nee, wir sind keine Musiker, wir sind Fans. Wir haben jede Platte von Ihnen und das ist für uns unsere Musik. Die sind 22, 23 Jahre alt und haben eine Riesenfreude und die sind begeistert und die steigen voll ein. Und also, mehr kann man sich nicht wünschen. Blasorchester gibt es viele und nicht wenige versuchen, allerdings vergeblich, Ernst Mosch und seine Original-Egerländer Musikanten zu kopieren. Gibt es denn wirklich ein übertragbares Rezept? Das ist sowieso ein Geheimnis für sich, wissen Sie. Die Hauptaufgabe für diese Musik dürfte sein, das Orchester oder jeden einzelnen Musiker oder Kollegen, wie Sie es nennen mögen, dafür zu interessieren, für das jeweilige Stück. Für das jeweilige Stück interessieren, sagt Ernst Mosch. Was ja auch bedeutet, dass er mit einer glasklaren Vorstellung von dem, was er von seinen Musikern will, ans Pult kommen muss. Und dass diese schließlich zu Leistungen fähig sind, von denen sie vielleicht manchmal gar nichts ahnten. So kann dann ein Bläserklang voller Samt und Seide bei einem Stück entstehen, das üblicherweise mit der Wucht eines Schmiedehammers erklingt. Thank you.
Begeisterung ist, wie man ja weiß, am besten, wenn sie ansteckend wird. Für Ernst Mosch ist das eine Voraussetzung für musikalische Qualität und damit seinen großen Erfolg. Begeistern? Das Orchester, die Musiker, die Gruppen begeistern für das jeweilige Stück. Und wenn sie sich nicht aufopfern dafür und nicht alles geben, dann können sie auch nichts vom Orchester verlangen. Wenn ich mich hinstelle und gebe 2 vor oder 3 vor oder 4 vor, da ist damit nichts getan, gar nichts. Und über der Sache stehen und wirklich fachlich entscheiden, so und so hätte ich es gern. Und es gibt keine schlechten Musiker, es gibt nur schlechte Kapellmeister. Das ist meine Meinung. Wenn ich einem Musiker sagen kann, was ich will, jeder Gruppe, dass das ineinander läuft wie ein Uhrwerk, dann kann da nichts passieren. Das muss optimal werden. Mit dem letzten Nerv gespielt und mit Swing gespielt und mit Dynamik gespielt. Was Sie alles wollen, verstehen Sie? Technisch noch besser, es soll ja reifen von Mal zu Mal. Wichtig ist für mich, wenn ich 130 Platten habe, dass der Kunde sagt, jetzt ist nichts mehr möglich. Jetzt kann er nichts mehr steigern. Was soll er jetzt noch machen? Also das ist nicht mehr zu überbieten. Dann werde ich versuchen, das doch zu überbieten. Und urteilen Sie selbst, liebe Hörer und Hörer, konnte Ernst Mosch Schwung und Dynamik überbieten? Aufnahmen, wie die eben gehörte, überzeugten schließlich auch jene Kritiker, die außerhalb des Volksmusikpublikums stehen. So schrieb 1981 der Stern unter anderem über Ernst Mosch, Zitat, »Was er in die Waagschale wirft, ist die Kraft des Vollblutmusikers, der die Leistungsfähigkeit eines Blasorchesters so hoch einschätzt wie die Qualitäten eines Jazzensembles.« Und weiter der Stern, »Ihm, der sämtliche Hitparaden ad absurdum führt, weil sie die in der beispiellosen Karriere eines beeindruckenden Künstlers verkauften 30 Millionen Mosch-Schallplatten nicht zu notieren wussten, hat die spöttische Klassifizierung jener Kritiker wehgetan, die Volksmusik mit Tuten und Blasen abkanzelten. Dabei haben die, so zitierte der Stern Ernst Mosch, dabei haben die eben auf diesem Gebiet von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ende des Zitats. Aber bis heute keineswegs Ende dieses Ärgernisses. Kritik ist ganz gut, wenn sie fachlich ist und wenn man merkt, dass derjenige, der sie schreibt, was versteht davon. Ich ärgere mich darüber, wenn einer schreibt und nichts davon versteht, der die Musik gar nicht beurteilen kann, der keine Beziehung dazu hat und will jetzt über Blasmusik schreiben. Es gibt Blasmusik so, 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 so. Aber glaubt so, wie sie wir machen, weniger. Mein Ziel ist es, die Prager zu packen. Die Prager Blasmusik aus den Jahren meiner Kindheit. Das war das Absolute. Das gibt es heute in Prag auch nicht mehr. Das ist jetzt mein Ziel, das noch besser zu machen, wie es früher war. Nun, besser machen kann man einen Walzer wie den folgenden wohl nicht mehr. Ich weiß im Böhmerwald ein grünes Tal. Wie gerne wäre ich dort noch einmal. Doch ein Bild vergess ich nie, es ist
Märchens Zeit. Rauschende Birkenwollen, ja, das liegt zurück so weit. Ich möchte noch mal die Wege gehen, wenn alle Birken so grün, einmal mit dir dort träumen. Warum ist das dahin? Ich möchte noch mal die Wege gehen, wenn alle Birken so grün, einmal mit dir dort träumen. Warum ist das da drin? Wo ein Walzer erklingt, sind Verliebte nicht weit, so heißt es zumindest. Wie sich Ernst Mosch als Autor und Sänger ein Liebespärchen vorstellt, hören wir uns doch mal an. Mit ihm sang auf dieser Aufnahme die langjährige Sängerin der Original-Egerländer Musikanten Barbara Rosen. Wer auch immer, was auch immer dagegen einzuwenden hat, für Ernst Mosch gibt es nichts Schöneres, als über die Liebe zu singen. Und ein Text, der auf der Zunge zergeht, der muss kein Blödsinn sein und kein Schwachsinn sein. Wenn er mir zusagt, dann glaube ich, dass ihn also der Normalverbraucher versteht. Und darum geht es mir. Stellen Sie sich doch vor, um 7 Uhr geht der Papa aus dem Haus. Und abends um 18 Uhr kommt er wieder. Dann hat der, ob im Büro oder was weiß ich, oder an der Werkbank oder egal wo, in der Fabrik,
geschafft. Und dann kommt er nach Hause und da kriegt er ein Ding vorgesetzt, das ihm ein bisschen im Hals stecken bleibt. Verstehen Sie? Und dann hört er auf einmal eine Egeländer-Nummer. Die stört nicht. Ich muss es mal ausprobieren. Das ist das Entscheidende. Musik soll anregen, aber nicht aufregen. Wenn sie stört, ist der Ofen aus. Das ist meine Meinung. Weil ich selber nicht vertrauen kann. Man träumen und mit mancherlei Gedanken spielen. Apropos spielen. Nach Noten zumindest spielt der Chef der Original-Egerländer Musikanten auch im Sportverein kräftig mit. Thank you.
und Spiel. Nie lassen wir unseren Club allein, Siege ist unser Ziel. Fußball bleibt unsere Leidenschaft, auch wenn wir mal verlieren. Wir sind die Stütze vom Sportverein, dafür nur leben wir. Ja, wir bleiben Freunde vom Sportverein. Glaube mir, bald sind wir Mann und Frau.